Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Port von Digimon World. Wir haben eigentlich schon lange abtrennen wollen, beziehungsweise stoppen wollen. Allerdings haben wir jetzt auch nicht darauf geachtet, dass wir aufgenommen haben oder auch nicht. Jedenfalls habe ich einfach mal jetzt beschlossen, mein ganzes Geld für Karten auszugeben. Damit man diese dann bei Schoko und Geckomon eintauschen kann. Zuerst guck ich, wie viel Geld ich habe. Ja, wird immer weniger. Es sind noch viele da. Während Bioman hier ist, nutzen wir auch gleich mal die Chance und haben uns noch ein paar neue Autopiloten. Man kann niemals zu wenig haben. Also es gibt nur noch Memonze. Nur Memon, Sukamon, Manzaimon, Sukamon, nur Memon, nur Sukamon, nur Memon, Sukamon, Vegimon, Sukamon, nur Memon, Nanimon, Nanimon, wie will ich Geld. Was für Digimon habe ich jetzt hier? Also hier schon mal Miotismon. Alter, ich mag diese Dinger. Wademon, ja, Cherrymon, oh, das sieht so hässlich aus. Hagurumon, Unimon, das sind übrigens die ganzen Motive, die haben sie auch für das gesamte Lösungsbuch verwendet, die Motive. Damit man so ungefähr sah, wie die aussahen. Das fand ich gut. Das kann man nicht kriegen, das kann man auch nicht kriegen, das ist Tentomon. Und Tamamon, Engumon. Nanimon, Sukamon, Legimon, Numemon, Koborimon, Tankmon, Magimimeramon, Flareizamon, Gotsumon. Ich würde mal sagen, da kommen aber manchmal so richtig selten zusammen, mit denen kriegt man dann voll die Punkte. So, ich nutze jetzt allerdings die Chance. Ich hoffe, das wird mir dann wenigstens mit dem Tag Verlust dankbar sein. Zusammenwürfeln. Nicht, dass dieser Tag dann davon abhängt, ob wir Megatrabon kriegen können oder nicht. Aber wir müssen es zumindest versucht haben. Wenn wir es nicht versucht haben, dann... Ja, ihr wisst ja, wie ich das meine. Man muss es einfach mal versucht haben. Nein. Wir gehen einfach da lang. Ich finde, der Weg war viel kürzer zur Zahnradsteppe als der Weg über den Panoramaberg. Wir da durchlaufen am Fuße. Da gehen wir nämlich hier vorbei. Da vorbei, dann wieder weiter und sind wir wieder da. Teilen wir unseren Weg kurz. Weißt du, ob wir brauchen gute Karten zum Tauschen? Da konnte man sich auch nur selten Karten nehmen. In Zukunft, da können wir nicht so schnell werden. Multitask-Digimon.
und da und dort ja, und so ist es. Na toll, 2 gegen 1. Das ist unfair. Ich bin irgendwie in meinem Tourado, wo ich jetzt mit dem rumklopft, werde ich mal ein bisschen was tun. Wenn man auf dem Klo das so rumsitzt. Das ist unmöglich. So. Mit ein paar Karten im Gepäck werde ich jetzt nur da hingucken. Aber erstmal muss ich mal ganz kurz meinen Bauch kratzen. Ich
gerade sehr einfach. Vor allem, wenn man Karten braucht. Hallo? Wie ist mit Bonuspunkten? Was wirst du tun? Mutes, Mann. Etwas sehr seltenes, dafür krieg ich 100. Wademann. 30. Cherrymann. 30. Etwas. Oh, so krieg ich nie. So werde ich nie was mit meinen neuen Igel. Unimann. Gutes Zeug. Sie wissen schon genau, wann und warum sie es so gemacht haben. Die wollen, dass ich mich totrackere. Pinguin, Mann. So 300 hätten wir zusammen. Aber wir gehen mal rein. Jetzt kommen nämlich die, die man am häufigsten kriegt. Dass man kein Deckungen bekommen kann. Ich habe mich ein bisschen verklickt. Mehr davon brauche ich nicht. Okay. Halt! Halt, 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 halt. Tschüss, Mann! Wie entferne ich jetzt die Wunderroute aus deinem Inventar? Sie ist ein Spezialgegenstand. Ich gehe jetzt nämlich direkt von der Stadt aus in den Heimatwald. Zuerst aber hole ich mir so ein bisschen Filet. Brauche Nachschlag. Fünf Portionen Fleisch. Danke. Kommt trotzdem an. Stampfen. So, dann sind wir jetzt im Heimatwald und dann geht es dort weiter. Bringt uns wieder zwei neue Digimon dann da. Und genau deswegen bin ich jetzt schon auf dem Ort. Denn hier kann man nämlich immer.
immer in Kämpfe verfallen. Pro Kampf geht immer dann immer fast eine Stunde. Raus! Raus! So. Jetzt bin ich endlich da. Hoffentlich bekommen wir jetzt das, was wir wollen. Das war auf jeden Fall schon mal nichts. Aber wir sind rechtzeitig angekommen, damit wir rechtzeitig uns die Zeit hier am den See verplempern können. Jetzt können wir auch nicht nur mit der Angelroute, sondern auch mit der Wunderroute was machen. Eigentlich ist die Wunderroute nur eine Erweiterung und ermöglicht ein weiteres Werfen im See. Ja, so weit haben wir es nämlich vorhin nicht geschafft. Richtig weit. Aber das kann man nicht machen, ne? Lassen jetzt einfach mal eine Stunde so vergehen. Haben wir überhaupt noch so ein Camping-WC? Hammer. Zur Not haben wir ein Camping-WC. Gar nicht. Wir warten erstmal jetzt noch. Kann ja sein, dass es gleich erstmal in diesem Zeitpunkt hier, Zeitraum ja ganz genau vorkommt. Eine Minute muss man mal warten. Würde ich auch nicht schnibbeln, weil es lohnt sich nicht, finde ich. So, eine Stunde später. Und schon wird's dunkel. Das könnte das Zeichen sein, auf das wir alle warten. Einfach mal so lange wechseln, bis man was sieht. Das mag zwar jetzt einfach so langweilig vorkommen, aber das ist systematisches Denken. Gefragt. Und den besten Blick der Welt drauf werfen. Da ist er nämlich, denn hier soll er nämlich sein. Genau hier, wo ich jetzt den Köter habe, sollte er sein. Aber da ist er nicht. Noch nicht. Feuerspeier ist verdammt.